Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 Episode 2. Ich habe gestern aufgehört zu spielen. Ja, ich weiß, ich habe behauptet oder ich habe gesagt, das ist jetzt alles viel zu spannend für mich. Tatsächlich ist es auch ein bisschen spannend, solche Wegrennen und Versteckbereiche in Spielen, tatsächlich so Wegrennen und Versteckspiele an sich, so wie im Nija oder sowas, sind überhaupt nicht meins. Aber so schlimm war es eigentlich nicht, nur irgendwie habe ich mich nicht mehr wirklich nach Spielen gefühlt, eigentlich sogar schon nach der Hälfte der Episode und habe dann einfach nach einer Ausrede gesucht und das war so das gefundene Fressen. Aber wir sind heute direkt am Tag drauf wieder frisch dabei und gucken jetzt mal, der ist ja hier vorbeigerannt, der scheint auch nicht mehr zurückzukommen. Das ist auch wohl hier in dem Spiel alles noch vollkommen geskriptet, das heißt, wir gucken jetzt mal. Wir müssen wahrscheinlich aber trotzdem dahin, wo er hingelaufen ist. Ich bin mir sicher, mich zu erinnern, dass das diese Richtung war. Ja, hier, die Löwenwache reagiert scheinbar auch drauf, dass wir die Larven plätten. Das würde mich nicht wundern. Das passt nämlich auch zu seinem Job. Ja, die Larven schreien. Und die Wache läuft hier dran vorbei. Und wenn wir nur lang genug warten. Dann können wir hier in das nächste Loch hinein. Bevor die Wache kommt. So, ich denke, so ist das auch gedacht. Eigentlich gar kein bisschen spannend, wenn man es so nimmt bisher. So, interessanterweise duckt er sich gerade von alleine. Okay, hier kommt die Brille. Ah ja, okay. Das sieht mir jetzt wieder an einer Stelle aus, wo die Wache geskriptet kommt, sobald ich hier irgendwie langlaufe. Ja, und sie kommt von da. Sie wirft Steine auf mich. Auch eine nette Idee. Ich gehe mal davon aus, ich muss jetzt in diese Richtung und hier weiter vor ihr wegrennen. Da hinten ist das, wo ich rein will. Schnell, 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 schnell ducken. Autsch. So. Sehr interessant, der Schlag wurde komplett aufgeladen. Ist das jetzt dadurch, dass ich die Larven eingesammelt habe oder nicht? Weiter. Und hier wieder rein. Scheinbar hangeln wir uns jetzt hier von Loch zu Loch. Aha. Das ist, denke ich, die Stelle, wo wir rein müssen, wo wir dann auch abhauen können. Sehr schön. Denn hier, das ist zu klein, dass der durchkommt. Hoffentlich. Ich speichere mal. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war, zu speichern. Okay, hier ist einer unserer Freunde. Der ist aber schon lang tot. So, und hier ist ein toter Zombie. Und natürlich, wo ein toter Zombie ist, ist eine Headcrab nicht weit. Das war kein gescheiter Treffer. Ja, das ist wohl die Stelle, wo wir den, genau, Fahrstuhl gehen können. Ich würde ja mal sagen, das hier wird jetzt noch... Das hier wird jetzt noch ein Showdown, nehme ich an. Aber ich nehme nur an, ich drücke mal den da. Und gehe davon aus, ich muss hier die Bremse lösen. Nein, ich muss den tatsächlich reparieren. Hier hinten habe ich nämlich schon ein Zahnrad gesehen.
So. Der macht mir da einen Strich durch die Richtung. So. Lass das Zahnrad wieder fallen. Also. So. Und dann einmal da dran, so dass das alles seine Richtigkeit hat. Und jetzt können wir den Fahrstuhl rufen. Genau, zusammen. Wow, das ging flott. Da ist unser Freund, der Vortigern. Komm, dann geh auch vor, wenn du uns dein Leiden führen willst. So. Dann einmal Strom auf den Generator. Macht hier seine Magie. Ah, excellent. A bounty of Largo extract. This should only take a moment. Klettert da hoch und greift tief in die Sinne. Let us return now to the Alexans. Okay, das heißt doch eigentlich, zurück zu dem Fahrstuhl. Da muss doch jetzt noch was passieren. Well done. You bear some traits we thought innate to Vortigern. Antlion husbandry was once our ancestral practice. The creatures exude many valuable compounds. The extract is the most prized by far. It dissolves the false veils that divide the Vortessence. All this you shall witness. Ja, Ladebildschirm im besten Moment. We imbibe the extract. Yes. A human is needed. Agreed. Join us, Freeman. Also, die wollen sich jetzt hier gemeinsam einmal bekiffen. The Freeman's life. Hers. Yes, there is a beginning. Ah, das ist das mit diesen farblich veränderten Vortigerns. Jetzt? Dr. Freeman. Er schon wieder. I realize this moment may not be the most convenient for a heart-to-heart. But I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance, when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor.
When I plucked her from Black Mesa, I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments, and I remain confident she was worth far more than the initial appraisal. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. Das hätte man sich ja denken können. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Das ist alles sehr mysteriös now, mit ihm. Listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Okay. Unforeseen Consequences war der Titel des Bereichs, des Abschnitts von Half-Life 1 nach der großen Explosion. Oh my God. Hast du ihn auch gesehen? I thought for sure I was dead. Warst du auch? Ein Hunter has caused traumatic injury. A hunter. So that's what it was. A knit shattered bone and restored circulatory integrity. Yet it was a free man who retrieved her vortessence. Yeah, that's Gordon. Also ihre Seele, meinen sie. How long have I been out? A matter of hours. Hours? Oh, we've got to get moving. A moment longer. But we have to get to White Forest. Genau. It's vital. Nicht zum Schwarzwald, sondern in den Weißwald. Put you on the right road. Now, try carefully to rise. Whoa. I don't know what you did, but I have a feeling I'm lucky to be here. Ja, bist du auch. I will get you on the path to White Forest. Ich komme hier nicht rein. Next to me. Yes. We will continue our hunt for advisors. Farewell. Go safely. Travel well. Good luck out there. Macht ihr es auch gut. Okay, Freeman. Be adequate. What the hell does that mean, anyway? I don't know. Sounds like something the Forts would say. So. I think I can walk on my own now. Ich habe ein paar Nüsse gegessen. Jetzt geht's sie nämlich in den Hals. Ja, streck dich nochmal. Yeah. Stiff, but I think I'm okay. Das ist gut. Ich setze mich nochmal gerade hin. So. Dann wollen wir nochmal gucken, wo es hier weitergeht. Huch, das wollte ich nicht. Das wollte ich schon. Klar, die Löwenwache ist noch da. Da war ein Guardian. Ja. Someone must have done something to piss it off. Ja, if it tries to hinder our progress, we'll have no choice but to kill it. You messed with its eggs? Ja, so ein bisschen. No wonder it's mad. Die zwei kommen nach. Und hier lädt er mitten im Fall. Das sind meiner Meinung nach alles schlechte Stellen zum Laden. Mitten in der Bewegung ist eigentlich nie gut. Das ist jetzt zwar eine Stelle. Das geht noch, aber... Da oben sieht man noch Strider. Und Dropships. Oh my God.
Yes. Underway. And they carry Shu'ulathoi. A visor's still an incubation of pilots. They gather and unite the scattered Combine forces. So that's what we saw in the Citadel. Ein Advisor war das, hm? They move north with great purpose. North? White Forest! We have to get there ahead of them. I know of humans with a vehicle not far from here. They will understand our urgent need. What are we waiting for? Genau. Ich übrigens weiterhin Studentenfutter am Naschen. Hier geht's runter. Okay, das ist eindeutig wieder Ameisenlöwengebiet, würde ich sagen. Dass das Endline-Gebiet ist, sind hier die Pampe, die hier stehen. Genau. Die spawnen schließlich immer wieder nach. Auf zum nächsten Repellent-Device. So. Ich muss mal gucken, wo ich als nächstes hin muss tatsächlich. Da drüben ist der nächste Thumper. So. Ach, das ist sie. So, dann müssen wir weiter gucken. Ich würde sagen, da in die Mine geht's rein. Nein, da geht's nicht rein. Das war eher mein Ziel. Der wird jetzt hier wahrscheinlich alles kaputt machen. So. Das war's schon. Ja, wir spielen auch einfach. So ist das nun mal. Wow. Die wissen, wie man mit den Explosivkisten umgeht. Das ist die Mama. Nachdem die Wache weg ist, bleibt noch die Mama übrig. Puh, ein Glück. Der kann uns also heilen. Gucken wir mal nach. Das ist zu weit. So. Zum Glück kommt sie hier nicht so durch mit den Autos. Noch. Wer weiß, ob das sich noch ändert. Das ist wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt, dass man sich hier verschanzt, aber... ein. War es das? Nein. So. Wir haben hier genug Zeit, die zu beharken. Die Mama. Da
hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass ich in der Lage wäre, dass... Kommst du her, du Kiste? So. Ich würde sagen, das war's. Oh, das war auch eine Löwenwache. Ich dachte, das wäre die Mama gewesen. With great respect. The vehicle we seek is in the encampment above. Das ist schön. Das ist schönes Englisch. You dispatched the guards with great dispatch. Ach, es kam einfach aus jeder Seite eine Wache raus. This lift will carry us to where the vehicle awaits. Nun gut. Dann liften wir mal. Erweist uns die Ehre. Ich guck mal nach. Sieht jetzt nicht so stuck von hier aus. Verstärkt werden. So, gucken wir mal von innen. Ah ja, das war das Problem. Die Bremse war blockiert. Darauf noch eine Nuss. The sentries should have spotted us by now. You think the Combine found them? Such a theory is hardly far-fetched. Und dann wollen wir noch mal gucken, was mit den Sentries los ist. Okay, das hier ist schon mal kaputt, also zurück geht's nicht mehr. Massaker aus hier. Das ist eine Combine-Waffe. Hier sind diverse. Ich habe in dem Slot 2 nichts mehr. Oh, laufen Leben ist Energie und trotzdem, das ist komisch. The Combine found them all right. But came to no good end themselves. Head crabs have had their way with both parties. Hey, look! Out on that bridge. I think I see the car you were talking about. Okay. Auf der Brücke? Ich sehe ihn nicht. Also, ich sehe lauter Autos, aber... It appears they attempted an escape, but made it no farther than the abyss. Auf der... da hinten ist dieses gelbe Auto. Maybe we can jump it back to this side. We recommend the Freeman for this task. Natürlich, tust du. Hey, I'm feeling a lot better. That condition will not last long if you plunge into the toxins below. We would do well to lend our protection from above. Our Freeman skirts the hazards in the pit. This mounted gun may prove useful. The gun would appear to be powerless. So viel zu dem Thema. No, Freeman.
I will look after the Alex Vance. Also keine Hilfe von oben. Gordon, I guess it's all up to you. Wieder mal. Here, I'll get this field down. Good luck, Gordon. Danke. Ich denke, ich werde das brauchen. Ah, er versorgt das Gewehr mit Energie. Nun, dann wollen wir doch mal gucken. Ich denke mal, wir müssen tatsächlich da runter. Okay, das Geräusch kennen wir. Das ist uns auch aus Ravenholm gut bekannt. Erstmal weg hier mit dem ganzen Gelash. Weg. Dann halt so runter damit. So, einmal speichern. Nicht, dass wir jetzt das Falsche tun. Das sieht gut aus. Hier hört man es schon. Das hört sich an wie ein Hund. So, was erwartet uns hier? Zunächst mal eine kaputtgehende Kiste und dann auch kaum noch Munition. Einmal hier aufmachen. Weg mit denen. Feuer, okay, wir müssen wohl weiter runter. Ah. Das ist also ein Snipergewehr. Gut zu wissen. Ach ja, unsere Freunde, die Kletten. Sorry, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Und hier sieht man direkt schon, was die für uns vorbereitet haben. Zombie gebraten wurde, wollen wir nicht gebraten werden. Von daher machen wir hier mal aus. Da kommt jetzt der nächste Zombie, kann ich da aufdrehen. Aber viel bringen tut's nicht. Nun gut. Ich würde sagen, da die halbe Stunde jetzt schon um ist, gucken wir, was da hinten ist, beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns nächste Woche und für heute sage ich Ciao, miau!